Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute um ein Halloween-Video. Wir, ein paar Mädels, ein paar YouTube-Mädels, haben gedacht, wir starten so einen Countdown zu Halloween. Und ihr findet die Teilnehmerliste bzw. die Liste von den ganzen Mädels, die mitgemacht haben, natürlich in der Infobox. Und am Ende verlinke ich euch noch die Mädels, die Süße, die hinter mir war gestern und die Süße, die vor mir war. Morgen. Ich sage euch das alles am Ende nochmal. Auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an mit meinem Video. Ich habe nichts so ultra gruseliges oder sowas, wie ihr zum Beispiel am Thumbnail gesehen habt. Ich habe einfach, meine Schwester hat mir ein Bild zugeschickt, also geschickt, und ich habe dann gedacht, ich mache da irgendwas draus, weil ich bin wirklich, wenn ihr meine alten Videos seht, seht ihr, dass ich überhaupt gar kein Halloween so Schminker bin, aber es wünschen sich einfach viel zu viele, als dass ich darauf verzichten könnte. Und wie ihr seht, nehme ich erstmal eine Foundation, die viel zu hell ist für mich. Also das ist die Indefectible 250 Radiant Sand, wollte ich gerade sagen, da ist der falsche Deckel drauf. Auf jeden Fall irgendeine helle Foundation. An Halloween ist ja völlig egal, wenn das Make-up irgendwie um spätestens 2 Uhr nicht mehr da sitzt, wo es sitzen soll. Ich glaube, das bekommt eh keiner mehr mit, weil alle irgendwie so aussehen. Ich wollte schon schrecklich sagen, aber schön aussehen. So, wie ihr seht, habe ich jetzt erstmal meine Base gemacht. Ich bin sehr weiß. Sehr, sehr weiß. Ich ziehe mir jetzt einmal mit einem schwarzen Kajal meine Augenbrauen nach, was ich normalerweise einfach mit so einem Aschton machen würde, also der auch sehr wenig Farbe abgibt, aber ich erwähne nochmal, das ist für Halloween. Und es ist kein so Look, wo man denkt, boah, das ist echt sehr cool zum Anschauen auf YouTube, aber er ist untragbar, denn ich finde, der ist total tragbar. Es ist nämlich nur, wie ihr auf dem Thumbnail gesehen habt, halt dieser blutige Eyeliner, und theoretisch kann man sich ganz, ganz normal schminken und einfach nur den blutigen Eyeliner halt machen. So, was ich jetzt einmal ganz kurz mache, ist, ich nehme einfach einen fluffigen Pinsel und einen Lidschatten. Der hier ist von Maybelline, so ein schwarzer, der nennt sich 22 Blackout. Ich kann ihn aber euch bis jetzt leider gar nicht empfehlen, denn er hat so krasse Fallouts, dass ich echt, also ich war sauer, als ich den verwendet habe. Der kommt bestimmt wieder in meine Flops, also was heißt wieder? Aber der kommt bestimmt in meine Flops, weil der einfach nach 2 Stunden ist der ganze Lidschatten sich hier unten irgendwo verteilt. Und aber ja, mein Gott, das ist ja für Halloween echt überhaupt nicht schlimm. Und wenn man den halt hat, möchte man den ja für irgendeinen Zweck wenigstens gebrauchen. Deswegen habe ich den jetzt rausgeholt, aber für den normalen Alltag würde ich ihn euch wirklich nicht empfehlen, weil da hat er einfach viel zu sehr, da fällt er einfach viel zu sehr ins Gesicht. Ich trage jetzt Concealer auf, das ist von Maybelline, der Fit Me Concealer in der Farbe 20. Der ist von der Helligkeit, glaube ich, ganz gut und passt ganz gut dazu. Und genau, obwohl ich, wo man ja für Halloween nicht wirklich unter den Augen so schöne gehighlightete Augen haben muss, aber für mich gehört irgendwie Concealer zu jedem Look dazu. Wer mich auf Snapchat verfolgt, der weiß, dass ich um die Uhrzeit, also die Uhrzeit heißt 8.03 Uhr, eigentlich eine Runde durch den Wald spazieren gehe, schon dabei bin. Und ich habe eigentlich heute Morgen gedacht, ja, drehst das Video, danach gehst du eben durch den Wald spazieren. Mein Gott, ne, ist ja nicht so schlimm. Aber ich glaube, wenn mich irgendjemand sieht, ruft die Polizei an dann. Ein bisschen irre ausgebrochen. So, jetzt nehme ich nochmal den gleichen Lidschatten hier und den gleichen Pinsel und konturiere mir meine Wangenknochen. Ich konturiere auch hier noch so ein bisschen die Stirn. Und mit dem Rest, der drauf ist, ein ganz, ganz kleines bisschen die Nase. Ich werde das aber jetzt nochmal mit dem Hoola Bronzer machen, weil mir das so ein bisschen zu viel einfach ist und das einfach nur das Graue unten drunter da ist, beziehungsweise das Schwarze, aber ich einfach den
Puder nochmal drüber gebe oder euer beliebiges Konturpuder. Und das mache ich überall auch auf der Nase. Und jetzt nehme ich Wedge von MAC. Also Wedge kennt ihr, wenn ihr mich kennt. Das ist dieser Ton hier, der ist super duper aufgebraucht und den gebe ich mir nochmal auf meinen Pinsel. Nein, das ist ein bisschen dunkler. Und da gehe ich hier nochmal drüber, weil das ein bisschen fleckig aussieht. Und das gebe ich mir auch einmal unter die Augen auf. So, jetzt sehen meine Augen viel smokiger aus, also... So, ich würde sagen, wir machen jetzt die Lippen als erstes und ganz am Schluss mache ich den Eyeliner, weil er einfach am aufwendigsten an dieser ganzen Geschichte ist. Ich nehme jetzt einfach wieder den schwarzen Kajal und umrande mir meine Lippen. Und jetzt fülle ich sie nochmal komplett aus. So, und wenn ich das getan habe, dann nehme ich einfach Smoked Purple von MAC. Das ist so ein ganz dunkel lilaner Lippenstift. Die Zähne sehen da so ultra weiß drin aus. Und viele sagen immer zu mir, ey, wie machst du das mit deinen Zähnen? Ich nehme das Dr. George Dental White, teile mir damit die Zähne auf, was ich aber schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe. Weil ich nicht dazu kam. So, und jetzt kommen wir dazu, zu den Lippen, zu den Augen. Ich habe hier noch von vor 2 Jahren mein Blut. Ich weiß nicht, ob man das noch verwenden kann. Ich habe das vorhin einfach mal... Ich habe so ein bisschen dran gerochen und das auf so ein Taschentuch so hin und her gedingstet, ihr wisst schon. Und es war eigentlich ganz normal, also es ist als hätte ich es eben gekauft. Und deswegen habe ich jetzt nicht so ganz so die Panik, es zu benutzen. Ich würde dann doch lieber dazu raten, wenn man halt kein Blut hat, einfach einen roten Lippenstift und ein bisschen roten Lipgloss zu nehmen und dann hat man eigentlich das gleiche Ergebnis. Also wenn man jetzt nicht so einen dramatischen Halloween-Look machen will, wie bei anderen YouTubern, den ganzen Mund oder Nase oder sowas, dann braucht man nicht wirklich zwingend Blut, finde ich. Und sowieso, finde ich, braucht man nicht wirklich zwingend Blut. Eigentlich kann man alles mit dem Zeug machen, was man halt so da hat. Ich ziehe mir jetzt einfach mal meinen Lidstrich. Wie ihr sehen könnt, habe ich den sehr lange rausgezogen. Also länger geht schon fast nicht mehr. Ist logisch, dass ich das auf der anderen Seite auch mache. Oh nein, ich habe mich vermalt. Also, viele fragen mich auch, hey, wie ziehst du deinen Lidstrich so schnell? Die Schnelligkeit kommt wirklich auf die Übung an. Also, wenn ihr das oft genug macht, dann habt ihr das irgendwann ganz schnell raus. Das ist wie, wenn ihr irgendwann nicht mehr auf die Tastatur gucken müsst. Wenn ihr schreibt oder sowas halt. Dass meine Mama meine Videos auch guckt und die wird sagen, du Dini, du bist gay. Also, bist du bekloppt, dass du sowas machst? So, und jetzt nehme ich eine lila Farbe. Tue die so ein bisschen mit ein rötlicheres rein. Und dann gehe ich hier so mit runter. Als hätte ich mich verletzt, weil ich 1 Million Mal meinen Lidstrich korrigiert habe. Weil ich finde irgendwie, das ist eine ganz coole Alternative, wenn man nicht so ultra geschminkt sein will an Halloween. Und jetzt nehme ich so ein bisschen Grau noch. Das auch so dazwischen. Also mach das so nach Gefühl. Dann kommt eigentlich das beste Ergebnis dabei raus. Wie wenn ihr euch halt eine Wunde vorstellen würdet. Ich nehme jetzt noch ein bisschen mehr Lila. So, und jetzt nehme ich einen roten Lippenstift. Gehe da nochmal so ein bisschen drunter her. Und jetzt nehme ich den schwarzen Kajal, mache mir da nochmal so ein paar Flecken rein. So, und jetzt nehme ich das Blut und gehe mit dem Pinsel da so rein und tupfe mir das so ein bisschen genau unter den Lidstrich. So, und während diese erste Schicht halt trocknet, gebe ich mir meine erste Schicht Mascara drauf. Nämlich meine heißgeliebte The Real Mascara. Die unteren Wimpern tusche ich mir nur mit so einer Mascara, die eigentlich fast keinen Inhalt mehr hat. Nur damit sie einfach so ein bisschen durchgekämmt sind und sichtbar sind. Aber nicht, dass sie irgendwie ablenken könnten, weil ich einfach viel zu lange untere Wimpern habe. Die stoßen mir schon hier unten manchmal an. Dann nehme ich wieder mein Blut und gehe hier so mit dem Pinsel wieder rein und gebe mir so die zweite Schicht Blut auf. Und wenn ihr das immer so ein bisschen trocknen lässt zwischendurch,
dann sieht das viel realistischer aus. Und ist die Farbe so ein bisschen dunkel. Und ich nehme jetzt einfach den gleichen Pinsel und gehe hier in den Lidschatten rein, weil ich den Lidschatten echt nicht verwenden würde für andere Anlässe als für Halloween. Und gehe da auch nochmal so ein bisschen mit rein, damit es so ein bisschen tiefer hat, die Wunde. Und damit das nicht ganz so abgehackt aussieht, dann ziehe ich mir das noch so ein bisschen, ganz, ganz bisschen in den unteren Wimpernkranz mit rein. So, während diese Schicht halt so ein bisschen trocknet, habe ich mich nochmal entschieden, meine Wangenknochen ein bisschen mehr rausstechen zu lassen, also ein bisschen mehr zu definieren. Und meine Nase ebenfalls. So, und jetzt nehme ich nochmal so gesehen die letzte Schicht Blut und tupfe mir die nochmal hier so hin. Und wenn ihr halt Bock habt, dann könnt ihr zum Beispiel hier unten unter der Lippe oder ringsrum der Lippe auch nochmal so ein bisschen Blut hinschmieren. Und wenn ihr den Pinsel immer so tupfend nimmt, dann sieht das Ganze realistischer aus. So ihr Lieben, das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass es vielleicht eventuell eine kleine Inspiration für den einen oder anderen sein könnte. Wie gesagt, vergesst nicht, dass ihr das auch mit einem ganz normalen Make-up, zum Beispiel wenn ihr euch ganz normal schminkt und dann einfach nur den Lidstrich hier so ein bisschen blutig macht, dass das auch ganz cool aussehen könnte, wenn das Ganze euch viel zu viel ist. Und ansonsten würde ich euch noch gerne zwei Mädels vorschlagen, und zwar macht die liebe Luisa auch ein Halloween-Tutorial, das heute zeitgleich, glaube ich, sogar zu meinem Video online kommt. Ich verlinke euch das auf jeden Fall mal hier oben. Und das Video der lieben Hatice verlinke ich euch hier unten direkt. Das kommt nämlich morgen schon und darauf freue ich mich auch sehr, sehr. Ansonsten findet ihr die Playlist auch nochmal in der Infobox und könnt euch nochmal die ganzen Mädels für ein bisschen Gruselfaktor reinziehen. Es hat wirklich Spaß gemacht, die ganzen Mädels dabei halt so zuzusehen. Die haben sich so viel Mühe gegeben, also hammerhart wirklich. Also ich bin wirklich so, so stolz auf die Mädels. Ich bin nicht so ein Halloween-Typ, aber ich gebe jedes Jahr wirklich mein Bestes und stelle jedes Jahr fest, dass ich es lieber sein lassen sollte. Aber euch zuliebe mache ich jedes Jahr wenigstens eins. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Und ja, bis bald. Tschüss!